Er war mit ganzem Herzen ein Mann der Kirche. Mit diesen treffenden Worten würdigte Bischof Stefan Oster den am 8. November verstorbenen Bischof Emeritus Wilhelm Schrammel. Im Alter von 86 Jahren verstorben, wurde sein Leichnam am Montagabend von der bischöflichen Administration in die Tillykapelle überführt, wo er aufgebahrt wurde. Er war ein Mann für die Kirche, ein Mann, der Jesus Christus ins Zentrum seiner Verkündigung gestellt hat. Er hat hier in Altötting die Anbetungskapelle eingerichtet. Er war unermüdlich in seinem Dienst, vor allem draußen in den Pfarreien, bei den Menschen. Da ist er ganz gern und immer fort gewesen. Und insofern war er auch jemand, der nah bei den Menschen war. Er ist ein Kind der Volkskirche aus der Oberpfalz und Niederbayern und Oberpfalz. Und Oberbayern sind ja nicht so weit auseinander. Und das hat er auch hier gelebt und gepflegt und war ein Verkündiger vor dem Herrn, die Eucharistie als Zentrum seiner Verkündigung. Christus den Menschen als den Herrn verkünden, war sein Wahlspruch und das hat er auch gelebt. Er möge ruhen in Frieden. Dem großen Marienverehrer Bischof Wilhelm war es immer wichtig, Menschen eine Heimat zu geben. Seine war zuletzt in seinem Ruhestand in Altötting, wo er der Gottesmutter besonders nah sein konnte. Unbestritten einer seiner wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Tag seiner Zeit als Bischof in Passau war der Besuch von Papst Benedikt am 11. September 2006. Daraus ist die Anbetungskapelle erwachsen, die ja jetzt auch seine letzte Ruhestätte werden soll. Er hat in Altötting seinen Ruhestand verlebt. Der tagtägliche Besuch in der Anbetungskapelle war ihm genauso selbstverständlich wie die tägliche Heilige Messe in der Gnadenkapelle bei unserer Mutter von Altötting. Und ja, ich denke, dass er hier die Vollendung gefunden und erhofft hat, die er sich ein Leben lang wünschte. In besonderer Weise engagierte sich Bischof Wilhelm für den Gnadenort. Neben zahlreichen weiteren Ehrungen und Auszeichnungen wurde er daher 2015 vom damaligen Bürgermeister Herbert Hofauer zum Ehrenbürger ernannt. Für Bischof Wilhelm war das neben dem Papstbesuch 2006 ein innerer Höhepunkt seines Lebens. Er hat sich hier in Altötting verewigt mit der Anbetungskapelle und der Stiftskirche, die er zusammen mit dem Papst eingeweiht hat. Er hat die Ehrenbürgerschaft der Stadt in meiner Bürgermeisterzeit erhalten und sich umgehend an mich gewandt und gesagt, er würde gerne Altötting etwas geben dafür, für diese Auszeichnung, die höchste, die er Stadt zu vergeben hat, und hat sich dann bereit erklärt, ganz maßgeblich mit einem sechsstelligen Betrag sich am Papst Benedikt Denkmal am Kongregationssaal zu verwirklichen. Und wir haben viele Gespräche geführt. Er war interessiert, wie es in der Familie geht, wie es in der Stadt geht. Und ich kann nur sagen, er wird mir sehr fehlen. Zahlreiche Trauernde haben sich schließlich in das Kondolenzbuch eingetragen und dem Verstorbenen die Referenz erwiesen. Möglichkeit, sich online in das Kondolenzbuch einzutragen, gibt es auf der Internetseite des Bistums Passau auf bistumpassau.de, Kondolenzbuch, Altbischof.